Ja, hallihallo meine Lieben, mein Name ist Kainat und ich spiele jetzt heute eine Runde Spin Tires Mud Runner. Ich bin aber nicht alleine. Mit dabei ist heute auch der Mark, hier alias Gernhard Reinholzen. Ja, ich Ja, hab so ein genau. paar Namen. Genau Ja, der. ihr kennt mich ja schon aus einem Lada-Video von ihm. Aus zwei Lada-Videos. Genau, und weil wir ja so gerne so russische Offroader fahren, dann ist dieses Spiel natürlich auch irgendwo Pflicht. Niva haben wir ja Ja. jetzt ja hier so noch nicht, außer als Mod diesen Pickup, aber heute spielen wir mal Vanilla. Ach so, ja, gut, wenn du dazu willst. Ja, ich habe ja schon die Lobby schon gemacht und du kannst dich nicht wehren. Wie ist das denn Ja. jetzt hier? Spiel starten, Gelegenheitsspiel oder was ist eigentlich dieses auf Simulation wechseln? Ah, macht das nicht, dann müssen wir die ganzen Baumstämme mit dem Kran einladen und können das nicht per Knopfdruck machen. Das ist voll Kacke. Ach so. Das ist mir viel zu aufwendig, weißt du, ich habe einen harten Tag Arbeit hinter mir, es ist schon 8:30, das heißt, ich hätte schon seit 3 Stunden im Bett sein sollen. Das kann ich jetzt nicht mehr noch einladen. Geht auch nicht. Ach so, man muss dann auch richtig selber Hand anlegen, Ja, also. da muss ich den Kran drauf bauen und. Nee, das geht ja nicht. Oioioioioioioi. Das geht ja nicht. Ich starte mal. Ich Mach red, das. ich, wir reden uns hier den Mund fusselig. Fusselig. Ja, siehst du, Video ist schon wieder vorbei, hat schon wieder zu lange gedauert. Was haben wir denn hier? Was nimmst du? Soll ich den UAZ nehmen? Hier war doch irgendwie ein UAZ, ne? Da ist er. Ja, Anne, ich nehme auf jeden Fall was was Dickeres. zum Teufel? Was? Wie eine Wand nageln? Ist das dein Ernst? Denn? Ich lese auf einmal erst Gernhard Reinholz und dann Anne Wandnageln, Was hast du denn für ein Problem? ich komme nicht mehr klar, ey. Ah, schön, ey. So, ich habe auf jeden Fall ein Ersatzrad hinten drauf. Dachkoffer, ach nee, komm, oder? Machen wir denn mal. Wo müssen wir überhaupt hin? Ich will ein bisschen Kein leichter sein. Plan von nix. Ich auch Oh, nix. guck mal auf die Karte. Links sind ja drei feine Fahrzeuge. Ja, ich hatte, wie gesagt, ich Das ist hatte eine alles Pracht, ne? freigeschaltet, alles erkundet, alle Fahrzeuge und dann alles wieder weg. Und da Ja, guck mal, ganz. Freundchen. Ich denke mal, oben rechts in die Ecke fahren ist nicht so doof, ne? So, und ganz unten im Südwesten, ne? Da, wo dieser Fluss ist, da bin ich abgesoffen. Ja, toll. Gnadenlos. Aber sonst bin ich überall gut durchgekommen. Keine Probleme. Und es gibt oben rechts, das ist jetzt aber alles schwarz. Das hier ist irgendwie Holzstation und Beobachtungspunkt. Da war wie so eine Riesengrube. Da kannst du super deinen Truck Trail fahren. So riesige Kies, weißt du, wie so eine Kiesgrube ist da. Abgefahren, wie Reifenprofile. Das gefällt mir. Nein, da immer, das Spiel ist viel zu leise. Was ist denn hier los? Ich höre gar nichts. Dann wasche ich die Füße, damit der Dreck nachrutscht. Aber es ist wie eine Firma. Siehst aus wie ein Schwein und dreckig bist du auch noch. Genau. Ach komm, ich nehme den Dachkoffer, weil es so toll aussieht. Schön die Fährst du Astabweiser da dran. mit welchem Kfz fährst du denn? Das kleinste von allen. Ja, du musst wieder übertreiben, kann das sein? Was ist Ja, denn schon wieder soll her? ich die Werkstatt freischalten oder nicht? Guck mal, der fährt mir hier schon davon. So, Ich muss ja Platz Differentialsperre rein. machen für dein Allrad. großes Ego. Ich denke, warum komme ich hier nicht von der Stelle? Ich falle jedes Mal drauf rein mit der scheiß Handbremse hier, Mann. Hast du denn da für eine Karre? UAZ? Hey. UAZ. UAZ. 469. Nee, B. nicht. Doch, doch, Oder? ja, doch. Ja, ist ein UAZ. Nur mit einem anderen Kühlergrill. Ja, das ist ja wegen wieder hier License-Geschiss. Aber es gibt ja Mods. Eben. Eben. Ist voll Hör den mal, ich guten hoffe, Ping bei mir, aber ich meine glaube, das ist Sprache ist meine nicht Schuld. allzu vulgulär. Full, full, vulgulär. Toll, ich häng fest, wo häng ich fest? Guck mal, der fährt hier so über diese Bäume hier hinweg und ich stolper hier. Er muss es wieder das Kleinste nehmen. Ja, So komm, wie mit so immer. einem Ural, so wie bei mir gestern, da bin ich da so drüber hinweggekommen. Das ist doch langweilig. Das ist auch, wenn der Kevin Güllehöhlen kauft, weißt du? Das ist auch wenn der Kleinste. Kostet am wenigsten. Für Asiaten. Kennst du diese Fingerpflaster? Also hier nicht diese, wenn du diese, so für den Finger, damit da kein Dreck dran kommt. Diese Hüllen. Ja. Bist denn du da hinten? Mein Gott, was ist denn für ein Anhänger dabei? Alter. Werkstattanhänger, oder willst du da oben stehen vor geschlossenen Türen? Werkstattanhänger, das ist ein Schiffscontainer. Ja, richtig, kannst du drin wohnen. Nimmst du mit in Forest und dann Wird nur kannst du sehr da drin. kalt. Ach, pff, ist doch egal. Du hast gerade bei mir rumgeleckt.
Nee, meinst du dieses Pfff? Nee, nee, dann, dein LKW hat rumgezappelt. Ach, guck mal hier rechts, hast du gar nicht gesehen, da kannst du gut hochfahren, wenn du Truck Trail fahren willst. Aber nicht mit einem riesen Anhänger hinten dran. Warum nicht? Geht ja, weil, nee, der ist ja auch mit angetrieben. Wer kann, der kann. Ich muss ja eins sagen, ne? der Ding hier, der zieht sich ja hier durch. Das ist wie der Lada Niva, das macht von nix halt. Ach, der hat oben sogar die Zusatzscheinwerfer an. Läuft bei ihm. Heute war ich bei den Cops, ne? Bei den Cops warst mal, du? Ja, hab mich nochmal gefragt, wegen Schnorchel. Ach so. Ja, sagte so, ja, machen sie doch, ist doch Originalteil. Ich so, nee. Das ist Eigenbau. Mm-mm. Oh, hast du das sogar einen eingebauten? Ja, wollte ich ja jetzt machen. Der Schnorchelkopf liegt ja schon at home. Da sagt ja, okay, er so wer, zu mir, der kann. Na, ne? Da muss er wieder also, sein Handbuch rausholen. Ja, also ich denke mal, weil ich auch kein versicherungstechnisches Risiko eingehen wollte, weil er sagte mir, der Polizei ist das egal, aber wenn du mal einen Unfall hast und der Fußgänger haut sich da den Kopf dran. Ja, okay, das dann ist dann so eine Versicherungsgeschichte. Weil Umbaute ohne Eintragung, ne? Also ich sag mal so, die Versicherung wird das ja vom Gegner bezahlen, nur die wird sich das dann höchstwahrscheinlich bei dir dann holen. Ja, wird sie auch, also danach bezahlt es nicht, ne? Das ist. Ja, und deswegen überlege ich jetzt einfach HT-Rohr zu nehmen, wie ich es auch vorhatte. Aber nicht zum Dach hoch hin, sondern einfach in den Innenraum rein. Einfach da ein Stück Heizungsrohr ab und dann da. Heizungsrohr? Ja, mein Gott, soll der Beifahrer jetzt auch warme Luft kriegen, oder was? Ist nimm doch ein PVC-Rohr, das ist dann auch nicht so hart, wenn es mal knallt. Genau. Gummistutz ziehe ich da hoch. Gartenschlauch. Bisschen Spiralschlauch aus dem Sauger. Ja, genau der. Dann passiert doch auch nichts. Richtig, ey. Guck, ich hol dich doch langsam ein, geil, tatsächlich. Eine Ansaugung im Auto? Hätt schon was. Ja. Ach, übrigens, du nimmst gerade auf, weil? Ja, die ganze Zeit. Na toll, dann hören die Zuschauer jetzt mein Gelaber hier. Ja, muss. Die hören mich doch auch labern. Nur ausnahmsweise laber ich mal nicht so viel. Kannst du ja drüber schreiben, Marx Weisheiten des Lebens oder so. Wir haben eine ganz besondere Überschrift für dieses Video. Wer weiß. Vielleicht kommt ja noch was ganz Interessantes bei mir hier rum. Das erste Mudrunner-Video und dann schon Video, ne? Und dann sowas. Video. Ich hab schon ein Bier getrunken und ich bin schon ja nicht mehr dabei. Ich weiß, ich hab dich vorhin fast eingeholt und jetzt, dann kam ein Leck und dann warst du wieder vorne, ey. Boah, jetzt bin ich wieder hinter dir, jetzt bin ich hier in den Schlamm reingefahren. Der Kevin ist am Horsten. Am Horsten. Und, Spindau. Spindau Horst. Mein Gott, ey, ich komme ja gar nicht durch. Ich auch nicht, ich sink hier voll im Matt ein, hier ist voll. Ach du liebe Grüße. Hast du eine Mitte genommen? Sumpf. Ja, klar. Merkt man das? Nee. Ich schwimme mehr, als dass ich fahre. Oh, excuse me. Scheiße. Was machst du denn da? Ich wollte eigentlich jetzt hier so ein bisschen am Rand vorbei, aber. Wenn du dich jetzt festfährst, ich kann dich nicht rausziehen. Ja, wir haben ja noch hier ein bisschen. Ne? Was machst du denn da? Winden. Ach toll, an einem kaputten Baum, was ist denn für ein Kack? Was ich tatsächlich. Wie benutze ich die eigentlich? Gar nicht. Das ist ein Trick, den kann nur ich. Ja. Ich stand hier gestern auch schon ein paar Mal in der Scheiße und dann bin ich dann doch irgendwie doch ohne Winde rausgekommen, weil ich hab's nicht geschafft. Die ist ganz schön tief hier, ne? Mhm. In dem Code saß du, Kevin. Im Code. Das ist jetzt wieder so typisch. Ja. Guck mal so, das sah in echt aus. So ein kleines Loch, ne? Du denkst, da ist nicht tief, ja von wegen. Eben. Ne, Kevin, du drückst Taste V. Wie Weltens. Ah. Ja? V. 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 Wie Vogel. Achso, ich dachte V wie. Nee, wie. Nee, finde. Ja, Entschuldigung. Ich wollte mich nur entschuldigen. Vogel, ne? F wie Vogel und F wie Vater. So und V wie Winde. Finde. Genau, V wie Winde. Hey. Germanistikstudenten sind wir. Guck mal, ich überhole dich jetzt hier. Da irgendwas von wegen. Dann hast du solche Punkte am Auto angezeichnet, ne? Und dann klickst du da drauf und dann guckst du, wo irgendwo anders Punkte auftauchen. Und dann, wenn du dann da so ein Seil gespannt hast, dann drückst du F und dann winscht du dich. Ah, also ich weiß auf jeden Fall, rechts uns ist ein Beobachtungspunkt, ne? Der vor uns, der müsste in so einem Sumpf sein. Der ist ziemlich einfach zu erreichen eigentlich. Weil das alles nur das wie so eine Ebene ist, da so ein Modder. Also soll ich jetzt hier rechts fahren, oder wie? Wenn du kannst? Was kann ich denn nicht, gell? Ja, du musst es ja unbedingt einen Anhänger mitnehmen, also heul mal hier nicht so rum.
Ja, was soll ich machen? Sonst ist die Garage dazu. Ich hätte... Dann fahren wir da einmal hin und her, dann ist der Sprit alle, dann ist das Video zu Ende. Ja, das ist auch nicht so das Wahre. Mein Gott, was ist das hier? Ja, fahr doch! Meint der gefährlicher Wasserstand. Ja, kein Wunder, wenn du so eine Pussykiste fahren musst. Pussykiste? Du kannst ja auch einen richtig männlichen LKW hier nehmen. Aber hast wahrscheinlich keinen Führerschein für, ne? Ach, ist doch viel zu einfach. LKW kann jeder. Ich muss hier noch auf den Wasserstand aufpassen und alles. Doch, ich hab auch. Ich hab nicht mal einen Schnorchel. Ich auch nicht. Ja, doch. Was denn? Nee, nee, doch. Da... Nein, ich habe nichts. Ich habe gar nichts. Hat er nichts? Ach, nichts. An meine LKW ist er gar nichts. Warum nicht? Ja, weil alle Kraftfahrzeuge, was ich fahre, nix ist. Nix, ja, wenn ist andere Leute fragen, ist gar nichts dran. Ist doch schon wieder scheiße. Was hast du hier wieder für eine Kacke ausgesucht? Was ist das hier für ein scheiß Baum hier? Alter! Ich hab mich an einem Baum festgefahren. Super, ne? Ja, selbst schuld. Ich hau jetzt ab hier. Ich mach dir deinen Beobachtungspunkt frei und dann mach ich dir die Map fertig und du gammelst da, um dich mit der Winde rauszukriegen, wo du gar nicht weißt, wo die ist. Guck mal, ich fahr hier so einen riesen dicken Anhänger. Und ach ja, genau. Das ist doch hier die Ebene, die ich meinte. Wo ist denn eigentlich der Punkt? Also der war... Also der eine Punkt, das sind ja immer irgendwie so Hochsitze oder so, meine ich, ne? Naja. Ne? Weißt du, ob man schlau wäre, glaube ich. Den Anhänger zu parken, wohl? Das wäre eine Idee. Klick. Aber ich glaube, da wo du hin willst, der Beobachtungspunkt, der ist von dort aus, wo du jetzt fährst, eigentlich ganz leicht zu erreichen. Und der andere links von uns ist, der ist mega einfach zu erreichen. Der ist an so einem See. Weil ich denke mal, ich habe mit meinem LKW hier ein paar bessere Chancen durchzukommen, ne? Boah, ist das hier ein Sumpf. Für mich mache ich hier voll die tiefen Fahrspuren. Witzig finde ich, dass er... Au! Was ist das denn hier? Da stellt die Natur da einfach einen Baum hin. Ja, aber guckst du denn auch nicht? Planke. Was ist denn das? Wie sagtest du immer so schön, erst denken, dann lenken? Ja, genau. Aber erwähne davon bloß nichts. Ja, voll peinlich. Ach, da ist er ja, da, ich sehe ihn. Ich kann ihn sehen. Wo hast du denn hier einen Baum umgefahren? Nee, also ich habe hier keinen. Gefahren. Dran gefahren. Ich habe hier keine Probleme mit Bäumen. Blät. Denke ich hier. Scheiße! Ich häng fest. Was ist denn das? Ich bin da runtergerutscht. Ich glaube, da wo ich jetzt hier... Jetzt häng ich an dem Ersatzrad, was ich hinten dran habe, fest. Nein, das macht jetzt ausgerechnet das Ersatzrad. Was mache ich denn hier? Ich will R drücken. Nicht W. Scheiße. Aber was ist das denn jetzt hier? Hast du mal eine Kettensäge? Uno Momento, por favor. Scheiße. Mach ich das denn? Mach mal auf dem Klo. Boah, ich bin der Winch-Profi. Jetzt bist du bist jetzt ernsthaft so kurz vor dem Beobachtungspunkt da hängen geblieben? Ja. Alter. Ich wollte ein bisschen coolen Scheiß machen, aber das war doch nicht so. Du hast tatsächlich keinen Schnorchel. Vorsicht, 13 Tonnen. Nein. Der schiebt mich einfach weg, die Sau. Ich muss doch erst... Was machst du hier? Alter, willst du mich mal kackeiern? Ich muss nicht, aber ich habe einen großen Radierweg. Ich drückte mich hier in die Bäume rein, der Affe, ey. Ich muss zurück. Weißt du, wir wollen ein bisschen Spaß haben, ne? Ich gehe mit dem LKW hier genauso um wie mit meinem Auto. In echt? Ha? Ja, ich sehe das schon. Oh, jetzt hänge ich auf dem Boden. Da fehlt nur eine weitere Achse, das ist kacke so. Was mache ich denn hier schon wieder? Nee, das sind Sie dann ernst? Wir können vom Tank aus winchen. Ja, auch ganz schlau. Noch habe ich ihn nicht festgefahren. Oh Gott, ich hänge in den Bäumen drin. Weil du mich da reingedrückt hast. Wo ist denn jetzt mein Anhänger? Da. Ich fahre voll falsch. Was ist denn das? Ich fahre hier einfach Trall. Und dann vollkommen in die falsche Richtung. Also, warum hast du denn nichts gesagt? Ja, ich bin hier beschäftigt. Mann. Ich kenne, ich mag dieses Spiel nicht. Ne? Das ist mir hier viel zu. Das ist viel zu viel Natur. Krass, ne? Ich soll mal eine Wüstenmap reinholen, irgendwie so Marokko oder so. Ja, echt? Einfach Sahara. Die soll mal lieber hier die, ja genau. Was machst du da? Alter. Ich hab dich verfahren, excuse me. Ich sehe das schon. Was willst du denn? Ach, du wolltest da in den Wald rein, ne? Ach, warte mal, hier bin ich gestern auch lang gefahren. Genauso wie du jetzt fährst, so bin ich gestern auch gefahren. Genauso. Mit demselben LKW.
Obwohl, das nee, das war... CC ist das hier, ne? Obwohl, nee, ich hatte... Hey. Ja, ich hab... Und ich bin auch da, ich bin da ohne Probleme übrigens durchgekommen, ne? Ohne einmal hängen zu bleiben. Bin ich doch auch. Hab ich gesehen. Ja. Oh, diese Kamerasteuerung. Ich weiß nicht, was du siehst, aber... Ganz richtig zu gucken tust du ja nicht, ne? Nicht zu tun. Aber willst du den Anhänger nicht ziehen? Ja, klar. Da sind Vögel fliegen gegangen. Siehst du eigentlich, wenn ich hier Gas gebe, den ganzen Schmock, der aus dem Auspuff kommt? Nee, das zeigt er leider nicht an. Ach, sieht man eigentlich das Licht? Ich habe jetzt Licht angemacht. Nee, siehst du nicht. Echt nicht? Nee. Das ist äußerst bedauerlich. Das müssen sie unbedingt mal ändern in irgendeinem Update. Wir müssen rechts, ne? Ich weiß nicht, wo du lang fährst. Ja, Willst du mir folgen? Ja, ich folge dich. Nee, ich fahre nicht fort, ich fahr Urz. Da hinten, ich sehe den sogar schon, den Ausguck. Wie konntest du denn über See gucken, da hinten, der lange Turm? Was denn? Ist das hier ein Morast, ey? Leute, ich sag euch, mit dem Kevin zu zocken macht überhaupt keinen Spaß. Der ist ein nur am Ankacken hier. Niemals. Da geht gar nichts. Am Ankacken, ich weiß ja nicht, worauf du stehst. Jeder hat seinen eigenen Fetisch. Nee, Gott. Da habe ich andere Dinge, die mir ganz gut gefallen. Ich kann, boah, guck mal, jetzt geht der hier ab wie sonst was und ich hänge hier in dem Morast hier drin. Ja, ich sag ja. LKW. Ich bin hier in der höchsten Geländestufe drin. In der höchsten Untersetzungsstufe. Und du? Ich auch. Ich habe die niedrigste Untersetzung drin. Ja. Also die, ja. Wie ist das denn hier, wenn ich jetzt hier Diff-Sperre rausmache und Allrad? Besser auf Heckantrieb gerade, oder wie? Ja, ich mal gucken. Aber der kommt tatsächlich voran. Nur 10-mal langsamer. Guck mal, was hast du eigentlich schon erreicht jetzt hier auf diesem Kärtchen? Anne Wandnagel lese ich auf... Nix. Halt die Klappe. Folge mir. Kevin, folge mir. Ich hab mal wieder die Diff-Sperre reingemacht. Die geht da hier zum Glück sehr leicht rein. Ich weiß gar nicht, ob das beim Urz auch so ist, dass sie da so schwer reingeht. Weiß ich nicht. So wie beim Niva. Ich weiß noch, bei mir im Fürstenforest, da musste ich ja... da hat der Slava die ja reingemacht. Du willst jetzt nicht ernsthaft da so durch? Ja, folge mir. Ja, ich guck mal, wie ich da durchkomme. Ja, fahr ich immer lieber schön in den Spuren bleiben, dann verrutscht du wenigstens nicht. Obwohl, so tief scheint das ja gar nicht zu sein, ne? Nee, Radkasten. Wenn du Radkasten hast, dann ist bei mir wahrscheinlich schon Motor. Ah, geht, ne? Ich guck mal. Ach, guck mal, jetzt erblicke ich wieder den festen Grund. Läuft bei dir. Das ist voll fly, wie die heutige Jugend jetzt sagen würde. Voll fly. Weil ich als alter Herr, ne, oh, kenn das aber ja gar nicht mehr. Das ist ja gar nicht tief. Ui, jetzt häng ich. Oh, bist ja voll in die Steine reingefahren da. Was denn da schon wieder mit Anhänger, weißt du? Trail. Schwerlast-Trail. Fahren wir jetzt überhaupt hin gerade? Weg. Also da ist eine Straße von uns in der Nähe, ne? Und ganz rechts ist wie so eine Kiesgrube. Willst du die Werkstatt freischalten? Die ist aber in einer ganz anderen Richtung, ne? Ja, ich weiß, weil ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Und ich will da ein bisschen Spaß haben. Sag mal, wo ist denn die Werkstatt? Ich dachte, du fährst vor. Ja, du machst doch hier dein eigenes Ding hier, du. Nur weil du eine dicke Karre hast. Das ist ja kein Truppenführer hier, der ist ja... Junge. Truppenführer? Ja, wir sind doch hier eine Truppe. Ja? Was wir hier machen, ist ganz klar Teamwork. In Teamwork, ja. Ich bin am Arbeiten, also momentan ist halt ja so. Also wir können sehr gut in Team arbeiten. Aber ich weiß doch jetzt mal für einen Trick machen, ich komme mir gerade gar nicht voran. Wind... Ja, klar! Ja, mach mal! Mach mal! Kein Witz, jetzt gib Gas. Alter. Das ist ein einfacher Grund. Sobald die Winde jetzt anzieht, ja? Das funktioniert. Aber du fährst ja auch selber. Oder lässt du rollen? Nein, ich fahr selber. Was für ein Bild. Ziehst du mich etwa gerade ran? Das ist nicht dein Ernst. Aber jetzt können wir auch nicht mehr. Gut, dass ich hinten den Reifen dran habe, das ist wie so ein Bumper, weißt du, was ich meine? Ich sehe es. Jetzt schiebst du mich hier an. Gib mal Gas hier! Du willst mich eigentlich verarschen? Mach mal los, das scheiß Ding!
zieht der Affe mich immer ran, ey. Er ist halt. So eine kühler Figur. Genau. Ich dachte halt so, Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Achsen ziehen mehr als 3. Achso, da hinten also müssen wir 6. gleich rechts. Oh! Excuse me, leichte Lackschäden. Hier müssen wir jetzt rechts, ne? Hier so. Hier rechts. Jetzt ganz rechts. Jetzt ganz scharf rechts einlenken. Er macht's tatsächlich. Ich hab drauf gehofft. Ja, hätte ich jetzt da festfest mit deinem scheiß Container, ne? Wir fahren ein bisschen Slalom. Ja, ich wünschte mir gerade, ich wäre genauso gefahren wie du. Ich häng wieder in der Scheiße. Ja, siehst du mal. Ich komm gar nicht falsch. Ich komm gar nicht voran hier. Ich brauch festeren Boden. Da, geht doch. Nee, ist alles gut. Ich zieh dich, komm, mach dran. Ich merk das gar nicht mit meinem monströsen Kfz. Ja, dann zieh mich mal. Schön über die Steine hinweg. Kannst ja schon mal einen Lurry rausholen und schon mal anfangen. Ganz heute Abend früh ins Bett. Soll ich mal Handbremse anziehen? Mach doch. Was passiert denn dann? Krass, der. Das macht er tatsächlich. Die Räder blockieren dann hinten. Wie krass. Gut, aber es halt jetzt langsam problematisch wird. Ich hab noch 70 Liter Saft. Oh. Und da willst du mich hier tatsächlich hier durchziehen? Nee. Guck mal, da haut direkt die Binde weg. Jetzt oben hin. Oh je. Jetzt muss ich ja selber fahren. Hast du einen Kanister da drauf oder sowas? Ich glaube schon, ja. Okay. Jedenfalls musst du für mich Sprit holen, ne? Muss ich das also? Ja, höchstwahrscheinlich. Ich habe nur noch 70 Liter. Ne, noch nicht mal mehr. Jetzt habe ich mich auf so einen scheiß Stein festgefahren, ernsthaft? Wo muss ich denn her? Wo fahren wir überhaupt her? Sag mal. Rechts oder links? Moment, ich muss erstmal rückwärts. Da war ein Stein, den habe ich nicht gesehen. Oh, Kamerasteuerung, komm schon. Ach Gott, hier ist alles voll mit diesen Findlingen. Kevin. Ja, wir müssen. Wo müssen wir denn lang? Also, ja, ich weiß, wie wir müssen. Ja. Du bist schon richtig gefahren. Ach so. Wirklich? Ja, da müssen wir irgendwie durch. Können wir nicht die rechte Route nehmen? Ist das nicht eine härtere? Ist das nicht cooler? Könnten wir natürlich auch machen, ne? Machen wir das so. Machen wir mal Querfeld ein. Boah, ist halt ein Mistwetter hier gerade, ne? So diesig und neblig. Und gleich wird es auch noch dunkel wahrscheinlich. Naja. Wie geht ein Licht an hier auf der Tastatur? H. H. Hell heißt das. Genau. H für hell. Oder wenn du heller installiert hast. Ja, genau. Steht nicht für Headlight oder so. Nein. Hell. Scheiße, Headlight, genau. Ja. Guckst du mal an. Englisch kann ich. Wow. Aber dein Englisch ist ja not so yellow from the egg, ne? Not so yellow from the egg. Oder auch nicht das. Ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber auch nicht das Braune vom Arsch. Du Kotnascher, du. Kotnascher. Was hast du hier für eine scheiß Route ausgewählt? Ich könnte ausrasten, hier ist alles voller Bäume, ey. Was sind das hier für... Alles voller Geäst. Komm her. Ah, klappt schon. Ich bin schon bei dir. Hau ab mit deiner Winde. Ich kann nur alleine fahren. Ah, wenn das so ist. Wo muss ich denn her? Ja, wir fahren gerade übrigens wieder in den scheiß Sumpf rein, ne? Wir müssen hier irgendwo links. Toll. 50 Liter habe ich noch. Hast du gehört, Billett? Ja, Blät. Sonne aber geht nicht unter. Zu viel rumgeblätze. Das ist ja ein deutschsprachiges, Wiederholungsbild. Hier. Ist das so? Ja. Eine deutschsprachige Bild-Diashow. Was heißt denn Diashow nochmal auf Englisch? Keine Ahnung. Was? Wie, was heißt Diashow auf Englisch? Was ist ein Show für ein Wort? Ist das Deutsch oder was? Weiß ich nicht. Wo müssen wir denn her, Kollege? Sind wir bald da? Du bist ja schon wieder. Wir müssen hier immer noch links.
mal da vorne, da kann man einen richtig schönen Berg hoch. Jetzt hat er was entdeckt. Ja, pass mal auf, ich leite mich jetzt dahin. Das ist da. Boah, pass mal auf. Jetzt hänge ich in dem verdammten Morast hier, ne? Wir hatten eigentlich diese scheiß Karte ausgewählt. Aber wenn wir jetzt da lang fahren, dann fahren wir ja schon wieder falsch, ne? Das ist schon bewusst. Nein, das hat mein Navigationssystem mir so gesagt. Guck mal hier, das ist doch eine richtige Strecke für Watts. Meinst du so wie deine gerade, voller Bäume und Steine? Ja, genau. Ja, ich sehe es schon. Hör mal, weißt du, was geil ist? Die Karre hier braucht 11 Liter die Minute, ne? Ich glaube, der Lada Niva braucht mehr. Meinst du? Wo sind wir denn jetzt her? Ja, bestimmt. Stimmt. Klar. Und wo geht's jetzt hier so richtig den Berg hoch? Ich dachte, hier ist jetzt so 200% Steigung oder so. Ist es doch. Guck mal, hier ist wieder immer wieder mal ein Stückchen runter und dann wieder ein Stückchen hoch. Hat er gesagt, dass es direkt hintereinander ist. Pass mal auf. Habe ich genau jetzt gehört. Hat er gesagt? Jetzt können wir drei fahren. Mit Anhänger. Toll. Ja. Diese verdammten Bäume hier. Der hängt nicht dran. Wow, das ist doch eine schöne Strecke hier. Verschränkungstest. Kommst du überhaupt noch hinterher, Freund? Mit dem scheiß Anhänger da, ey. Ja, ich komm nur hinterher. Oh, ich bin voll auf dem scheiß Stein aufgesetzt. Was hab ich denn jetzt hier gemacht? Ah, geht doch. Aber ich hab noch 30 Liter, ne? Nur so. Also kannst du 3 Minuten fahren. Ungefähr. Ja, so in etwa. Oh, diese scheiß Steine. Warum muss der hier lang fahren? Warum? Ja, warum suchst du nicht deine eigene Straße? Ich meine, ich sag dir immer, lass mal hier und da, ja, aber du machst es auch. Jetzt habe ich mich festgefahren. Mich auch. Aber nee. Ich kipp meinen LKW um. Kack. Ich häng. Kevin, ich häng. Ah, es geht noch Ware zurück. Er hat eine ganzen Steine hier hingelegt. War bestimmt die Neandertaler. Die wollten das so. Weil die genau wussten, oh, pass mal auf, in ein paar Millionen Jahren, da kommen so zwei Leute hier und wollen da herfahren. Stimmt. Das waren die russischen Ureinwohner. Genau. Ich hab mich hier jetzt tatsächlich ernsthaft festgefahren. Ich mich auch. Da können wir sie gegenseitig rausziehen. Na toll. Was ein Kack! Ich hab mich zwischen den Steinen festgefahren. Oder? Nee, der ist einfach zu. Ich kämpf ja noch, ne? Also, ich glaube, ich schaff's. Jetzt habe ich aufgesetzt, oder? Sondern dunkel. Das ist wie ein Karpaten hier, ey. Ach man, diese Steine, die machen mir hier alles kaputt. Habe ich hier keinen Erdanker? Scheiße. Nee. Ich grab mich hier nur weiter ein. Und. Ha! De. Zieh mich, Kevin, zieh mich. So. Wer ist denn auf die glorreiche Idee gekommen, hierher zu fahren? Also ja, das frage ich mich. Das frage ich mich allerdings auch. Aber irgendwie scheine ich hier doch hier besser durchzukommen als du. Weh, du fällst jetzt auf mich drauf. Ja. Alles gut. Ich komm gerade daher gekraxelt. Bin ich gerade. Ich grab mich hier immer weiter seitlich ein. Ja, das hatte ich auch gestern. Ich habe mich immer weiter eingegraben. Alter. Das sehe ich jetzt aber schön, Ach Mann! Dahin gerafft. Was mache ich das denn jetzt hier? Rabums. Ich hab gedacht, das passt. Ey! Hallo! Ja, ich muss hier auch raus. Mir doch egal. Jetzt häng ich hier wieder an so einem scheiß Stein fest, ne? Ja, was bringt mir das jetzt? Ja, ich will hier raus. Ich muss hier selber raus.
mein Gott. Verpiss in dich! Ja, jetzt haben wir's. Pass auf, jetzt habe ich kein Vor- und Zurück mehr. Und jetzt hängst du da, weil ich hier vor dir häng. Pass auf. Ist halt ein Kack, ey. Mach mal nach Platz, ey. Jetzt fährt der weiter vor, ne? Alter! Jetzt hast du mich umgeschmissen. Nein, nicht dein Ernst. Entschuldigung. Immer das Leben des eigenen vor dem anderen. Motor abgewürgt, sehr schön. Zwei Schaden wegen dir. Bin ich wahrscheinlich auf deine Reifen gekommen oder so. Ich hab noch keinen Schaden. Alter, was machst du da? Ich rette mich. Ja, ich sehe dich. Ich weiß zwar nicht, wohin du dich retten willst, aber... Ich bin noch gespannt. Was soll das werden zum Teufel? Eine Rettungsaktion. Was denn? Sieht das Hilarious aus, oder wie? Oh, ja, das sieht mehr Larry wie Hilarious aus. Alter. Ich bin Profi, lass mich mal machen. Einmal mit Profis, einmal. Ich bin Profi, lass mich in Ruhe. Und guck mal, dass du wieder auf die Beine kommst. Ah. Bitte. Ja. Danke fürs Nichtstun. Jetzt fahr mal hier endlich. Ja, wer denn hier 100 Millionen Tonnen Anhänger lasst? Ich hab dich ja nicht gezwungen, das mitzunehmen. Trotzdem hänge ich hier vor dem scheiß Stein fest. Na, warte mal. Wo kann ich mich denn jetzt weiter dran wünschen hier? Da. Wer hat die scheiß Steine hingelegt? Wer? Der gehört gesteinigt, ohne Witz. Da! Ist das dein Ernst? Scheiße. Ist das jetzt dein Ernst? Jetzt häng ich in dir. Ich häng jetzt hier drin fest, ne? Kack. Wegen dir. Wie wegen mir? Ja. Ich krieg mich hier schon wieder richtig hin. Mach dir da mal keine Sorgen. Ja, erstmal muss ich irgendwie hier rauskommen. Du hast mich hier eingeklemmt. Mir doch egal. Alter. Nimm nur deine Winch. Ja, mache ich jetzt auch. In der Fahrerhauskamera sieht das echt gut aus. Der Kevin musste aber auch unbedingt hierher fahren. Also das ist ein Egoist. Oh, sollte ich vielleicht mal die Handbremse lösen. So gute Idee, ne? Ja, willst du mir nicht mal langsam helfen hier? Ja, ich hab nur die Handbremse angezogen, ich Idiot. Oh, immer noch. Motor läuft wieder. Ja? Und soll wieder gerade ziehen, ne? Voll. Bitte eine Wandnagelwinde an. Oh, Bob. Oh, Schabuck. Schabuck? Ach, ich muss ja hier raus, so. Also, du musst seitlich ziehen, ne? Nicht von vorne. Wie? Ja, von der Seite, Freund. Wie Gitarrentöne. So, hier. Zack, und schon steht das Auto wieder. Was hat er jetzt gemacht? Ja, indem ich die Winde seitlich angebracht habe. Aha. So, jetzt pass auf, Kevin. Hol mich mal eben hier raus, bitte. Wenigstens, dass das Auto ein bisschen auf einer freundlicheren Position ist, weißt du? Ja, nur zu doof, dass ich nur einen blöden Uhrarzt habe. Hä, was ist denn jetzt hier los? Ja, du ziehst mich ran. Mein Freund der Sonne. Ich kann gar keinen Gas mehr geben. Wenn ich dich ranziehe, dann ziehe ich mich zu dir und... Tanke auf oder rette dich in die Werkstatt. Ja, ich bin leer. Jetzt ist er ausgelaufen, ne? Jetzt ist er aus. Kacke. Und jetzt? Ja, das ist eine tolle Frage. Also ich habe nur genug Sprit. Ich habe noch 59 von 80. Ah, du verbrauchst aber auch nicht so viel, ne? Ich habe Feuerlöscher. Und ich habe einen Benzintank daneben. Bringt das was? Guck mal, was da drin ist. Wenn da was drin wie, ist. Wie kann ich das denn gucken? Ja, nimm ne Gucks. Auf V. Auf V, Dachkoffer. Kraftstoff, sagt der Null. Ah, ich hätte auftanken müssen. Na dann. Oder? Ich glaube, der muss erst aufgetankt werden, ne? Müsste die nächste. Oh, das war so weit weg, ey. Scheiße. Jetzt? Ja, jetzt nehme ich mal den anderen LKW und fahr mal zur nächsten Tanke.
Roller und Tank-LKW. Ja, bin ich ja dabei. Ach, guck mal, direkt hier vorne ist direkt ein Beobachtungspunkt. Ich glaube, den schalte ich mal eben frei. Du bist ja noch damit beschäftigt, dich da rauszuholen. Eben. Weil im Moment ist die Karte nämlich dunkel und dann haben wir hier wenigstens erkundetes Gelände. Mein Gott, ist das dunkel. Aber echt. Aber echt, ey. Ta-ta-ta-ta. Hast du das jetzt mal endlich geschafft? Hui. Boah. Waren ja relativ nah sogar an unserem Ziel, ne? Richtig? Dann haben wir einfach keinen Sprint mehr gehabt. Scheiß. Auf einmal geht der Motor nicht mehr. Woran könnte das wohl liegen? Ja, ist ja gut. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Ach, da sind wir sogar. Da fehlt noch ein Beobachtungspunkt. Da ist die Karte komplett offen. Ja, wir sind sogar fast eine Tankstelle. Warte mal, dann fahre ich auch mal eben zu der Tanke. Und dann holst du mir Sprit oder was? Kann ich machen. Das ist eine gute Idee. Dann mache ich auch diesen Dachkoffer nämlich voll. Das ist eine gute Idee. Dann bringst du mir ein paar Liter. Das ist zwar nur ein einziger Kanister, da passen vielleicht 20 Liter rein. Also dürfte ja erstmal vorerst reichen, ein bisschen näher zu kommen, weißt du? Ja. Wahrscheinlich, wenn du den Anhänger nicht mitgenommen hättest, dann hätte ich mich auch nicht so schnell eingegraben. Dann hättest du das noch geschafft, aber hätten wir die Werkstatt hier nicht freischalten können, glaube ich, ne? Ja. Du hast das freigeschaltet für mich, das ist aber lieb. Schon wieder? Ja, die sind direkt nebeneinander. Direkt Parkplatz oder was? Naja, ein Riesenparkplatz. Ein Car-Meet. Da ist die Tankstelle, direkt gegenüber von der Werkstatt. Oh, das ist gut. Voll tanken. Aber man kann auch absaugen. Ah ja. Fahrzeug wird automatisch. Aber hat er jetzt auch dann den Kanister voll gemacht auf dem Dach? Na, da kannst du durchwechseln. Kann ich nicht, der sagt. Unter dem Volltanken steht, wenn du wechseln kannst, was zum draufklicken. Da steht der Dachkoffer 80 von 80 Liter. Mein Gott, was habe ich denn mitgenommen? Nochmal einen ganzen UAZ-Tank habe ich dabei. Obwohl, er hat ja zwei. Einen links, einen rechts. Nee, das wollte ich nicht. Ich muss immer noch mich so ein bisschen an die Steuerung hier gewöhnen. Das ist noch so ein bisschen. Schon wieder was freigeschaltet, wo fährst du denn her? So, danke. Mit meinem Zweit-LKW. Weil. Läuft bei dir. Ein Mark von heute hat zwei LKWs. Weil man muss ja für den Ernstfall gewappnet sein. Ja, richtig. Sogar ein Bergungsseil habe ich da oben drauf. Mein Schieber-Lolli. Also bis jetzt, ich habe null Schadenspunkte, obwohl du mich da überfahren hast. Und ja, dich einmal auf mich draufgelegt hast. Wo warst du denn jetzt überhaupt? Ich habe dich verloren. Warte. Warst du hier irgendwo? Hier. Oben auf der Karte, Freund. Ah, oh, das war ein Stückchen. Ich kann mich ja auch in die nächste Werkstatt retten. Aber dann geht doch irgendwie Punkte verloren, oder? Nee, dann bin ich wieder ganz unten, wo wir angefangen haben. Oh Gott. Das will doch kein Mensch. Nee. Hoffentlich ist die Nacht gleich mal hier vorbei. Ach, der zeigt dich da sogar an. Okay. Hast du jetzt eigentlich schon Sprit? Bist du schon da? Nein, ich bin erstmal wieder hier hingeportet. Mein LKW ist noch niemals halbwegs unten an der Tankstelle angekommen. Das sind ewige Strecken, die man da fährt. Warte mal, hier fahre ich jetzt besser erstmal rückwärts runter. Ja, komm. Ja, ich bin hier noch am Durchschalten, wie so ein Blöder.
Oh, es wird hell. Was für ein Segen. Aber so nah musst du gar nicht an mich ran, ne? Nee? Nein, das reicht schon. V, und dann hast du da deine ganzen Zubehörklamotten und dann kannst du die Autos auswählen. V, ja. V wie fortgeschritten. Dachkoffer. Meinst du, das reicht? Da. Ja, tatsächlich. Hast ja nochmal Glück gehabt. Der Tat. Wir haben jetzt die kürzeste Strecke hier gewählt, oder nicht? Ja. Kürzeste und einfachste Strecke. Vor allen Dingen der einfachste. Klar. Alles kein Problem. Jetzt fahr ich ja vor. Nicht zur Werkstatt. Willst du mich wieder anschieben? Bist du viel zu lahm in deinem komischen Kraftfahrzeug? In deinem Apparillo. Wundert mich sowieso, dass du schneller bist wie ich. Wo du doch viel tiefer einsinkst. Ja. Hab größere, gröbere Reifen. Sink also tiefer ein, grab mich besser durch und komm besser nach vorne. Aber du bist viel schwerer. Boah, jetzt komme ich hier gar nicht. Jetzt ist hier ganz tiefer Morast. Wer baut denn in so einer Region Häuser? Wer zieht sich denn so kleine Reifchen aus, Kraftfahrzeug? Die UAC gibt's doch als Mod, als Monster Truck. Oh. Trumpf im Sumpf. Ja, cool. KUHL. Ah, hier gibt's ja noch eine Werkstatt, ne? Kann sein. Weiß ich nicht. Das kann nicht sein, das ist. Oder nee, oder? Nee, hier wird nicht. Ah ne, wir haben hier noch diesen Beobachtungspunkt und diese Holzstation. Ne, da oben ist nur die Holzstation. Hast du recht. Gut, dann fahre ich hier nochmal an die Tanke. Die ist ja direkt hier. Und dann machen wir noch den nächsten Beobachtungspunkt, würde ich sagen, oder? Was los, kein Bock mehr auf Anhänger? Ich bin am überlegen, was ich drauf tue. Ja, genau das. Für alle Fälle. Ja, warum denn nicht? Wenn mal wieder der Sprit und leer geht. Und dann einen Holzanhänger dran. Ja, genau. Liter fast, der dürfte reichen, oder? 1200 Liter. Mein Gott, siehst du, wie mein Wagen weiter einsinkt? Pass mal auf. Siehst du das? Warte. Zeig ich dir. Normale Höhe ist so, ne? Ja. Achte auf die Hinterachse. Normale ja, ich hab's gerade schon gesehen. So. Oh. Oh ja. Kein Thema. Dann hol ich mir mal einen Holzanhänger jetzt, ne? Du willst jetzt ernsthaft nur einen Holzanhänger holen? Ja, sonst fahren wir da sinnlos hier durch die Gegend, oder nicht? Ja. Ja, mit deinem Autochen, da kannst du ja gar nichts erreichen. Muss ja nicht mal alles Sinn machen, reicht ja, wenn es Spaß macht. Muss ich jetzt hier auf dich warten? Ja. Wann machen wir denn mal die Folge endlich? Ich muss langsam ins Bett. Ja, wir können ja noch den Beobachtungspunkt machen. Oh, musst du schon ins Bettchen? Guck mal auf die Uhr. Ja, Sandmännchen lief ja, ne? Noch eine rauchen? Oder sollen wir hier den, oder sollen wir hier den Cut machen? Da kommt der hier auf einmal angefahren. Ich achte nicht auf meine Umgebung. Ist das nicht so, dass man, wenn wir das jetzt beenden, dass das dann gespeichert ist? Ja. Das ist natürlich dann sehr geil. Ja, da würde ich sagen, dann machen wir ein andermal weiter. Ja, würde ich sagen, ne? Ne? Mit meinem geilen LKW. Ich mit meinem tollen UAZ. Na gut, dann sage ich auch mal, das war's für heute. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und Marc und ich konnten euch wieder gut auf Trab halten. Eben, sehe ich genauso.
Guckt euch auf jeden Fall Kevins, euch, oder ja, naja, unser letztes Video an. Entweder das FAQ oder Fuck. Das Fuck oder das letzte Niva Grillen. Zieht euch's rein. Na, da mach ich auch wieder viel Scheiße. Kannst ja in die Infobox reinziehen. Der Marc ist immer Paradebeispiel. Genau. Was soll das heißen hier? Ja, gut. Bis denn, haut da rein. Tschüss. Tschüss.